Im Gegensatz zu den anderen Tempeln ist Thap Hom eine Ruine, überwuchert von riesigen Sompong-Bäumen. Ihre Wurzeln dringen in die kleinsten Ritzen und zerstören die Mauern. Aber die Sompong-Bäume haben Konkurrenten. Würgefeigen. Und die sind noch schlimmer. Sie nutzen die Sompongs als Kletterhilfe und dringen immer tiefer ins Mauerwerk ein. Steine und Bäume verschmelzen zu einer Einheit. Wo die Statik derart gestört ist, brechen die Mauern. Manche finden das gemütlich. Hollywood-Produzenten nutzen diese Kulisse für Abenteuerfilme. Für den Tempel ist es tödlich. Thap Hom verfällt mehr und mehr. Viele Gebäude sind inzwischen eingestürzt oder einsturzgefährdet. Oft genug heißt es, betreten verboten. Nette Wärterinnen kontrollieren die Einhaltung des Verbots und machen es sich in den Pausen auf den Trümmern bequem. Indische Restauratoren sind jetzt angetreten, zumindest die Fundamente zu sanieren, damit nicht weitere Kunstwerke zerstört werden. Aber viel mehr sollte man vielleicht auch nicht machen. Denn der Tempel war jahrhundertelang vom Dschungel überwuchert. Das ist ein Teil seiner Geschichte. Genauso miteinander verschmolzen wie die Steine und die Bäume von Thap Hom.